Ihr und Misha haben 6 Stunden bis zum Haus gebraucht. Die ist ganz verschwitzt und ihre Hände sind überall aufgeschürft. Schon von weitem hat Misha laut gebellt, damit Cornelia sie hören würde. Die ist auf der Rasse rausgestürzt und hat fast geschrauen, wo sie gehört hat, was passiert ist. Die Misha ist ins Haus gegangen und hat wie eine verrückte Wasser aus ihrer Schale geklebt. Die ist nur auf der Terrasse gesessen, hat schwer geschnuffert, vor sich hergestarrt und gar nichts gedacht, ausser, dass sie es geschafft hat. Die Cornelia hat sofort am Rettungsdienst angerufen. Aber wie finden wir sie? Hat sie vor ihr wissen. Keine Angst, ich weiss es. Ich fliege einfach mit. Es gibt 3 Höhlen. Die erste, wo das Basislager ist, dort sind sie nicht. Die zweite ist die Wolfshöhle, dort sind sie. Und was ist in der dritten? Hat Cornelia gefragt. Weiss nicht, wir sind nicht dort gewesen. In dem Moment haben sie das Knattern vom Helikopter gehört. Er ist auf der Wiese vor dem Haus gelandet und hat die an Bord genommen. In der Höhle auf dem Berg sind Mina, Markus und Moa ganz nah um den Grossvater herumgesessen, wo mit seinem gebrochenen Bein auf dem Boden gehockt ist und leise gestöhnt hat. «Wenn die Wilder die Wolfsmutter und die Meier Rubert finden, schiessen sie sie ab!» hat der Markus verzweifelt gesagt. «Nur ruhig!» hat der Grossvater gesagt. «Sie wissen nicht, dass wir da sind.» «Ja, aber wenn schon?» «Vielleicht kriegen sie ja Angst, wenn sie dich sehen», hat Mina gesagt. Der Markus hat sie nur böse angeschaut. Aber plötzlich war es, als würde ihm eine Idee kommen. Er ist aufgesprungen, ist aus der Höhle gerannt und ist auf den Felsvorsprung vor dem Eingang gestanden. Die Wilder sind schon ganz nah und mit ihren Gewehr schnell darauf Richtung Höhle geklettert, wie wenn sie wüssten, wo die Wolfsmutter ist. Der Markus hat mit seinen Armen gefuchtelt und ihnen so laut er konnte zugerufen. «Mörder! Verdammte!» Sein Echo ist 2-3 Mal von den Bergen zurückgekommen und die beiden Wilder sind wie angewurzelt stehen geblieben und haben verdattert zu Markus raufgeschaut. Was war das? Was ist das für ein verrückter kleiner Knirps im Bergschuh und in einer grünen Regenjacke? Ihr seid verwitscht! Ihr verfluchter Wolfsmörder! Jetzt kommt denn gerade Polizei und... Hör auf, Markus! Hat der Grossvater aus der Höhle gerufen. Aber der Markus hat nicht daran gedacht, aufzuhören. Nie im Leben. Die beiden Wilder haben kurz miteinander geredet. Einer hat immer wieder den Kopf geschüttelt. Aber dann haben sie sich entschieden und sind weiter darauf geklettert, Richtung Höhle. Markus ist zwar eher nach Brüllen zumute, aber er hat all seinen Mut zusammengenommen und weitergeschrauen. Der Helikopter ist unterwegs und dann werden wir gefoltert! Es war sinnlos. Da haben sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch gehört. Die Wilder sind stehen geblieben und haben in den Himmel hochgeschaut. Und dort, weit weg, haben sie einen schwarzen Punkt gesehen, der langsam grösser geworden ist. Ein schwarzer Vogel über einem weissen Wolkenmeer, der Kurs auf den 3 Höhlenberg genommen hat. Er war schnell. Ohne Flügel, aber mit drehenden Rotorblättern. Und ist näher und näher gekommen. Schon von weitem hat die, die hinter dem Pilot gesessen ist, den 3 Höhlenberg gesehen und die beiden Höhlen ganz oben unter dem Gipfel. Am Eingang der rechten Höhle ist ein kleiner Bub mit blonden Haaren gestanden. Das muss der Markus sein. Und dann hat sie die beiden Männer mit dem Gewehr gesehen, die zum Helikopter raufgeschaut und plötzlich Riss ausgenommen haben. «Das sind Wilder! Die Wolfsmörder!» hat die einem Pilot ins Ohr gerufen. Der hat den Helikopter in eine Kurve geleitet und knickt. «Hinter denen sind schon lange her!» hat er gesagt und über Funk die Polizei verständigt. Wie vom Wespe gestochen sind die beiden Männer den Berg herabgesickelt. Der eine ist gestolpert, ist wieder auf die Beine gekommen und nicht wollte weiter segeln. Aber er hat nicht können. Er hat sein Gewehr fallen lassen, hat sich auf den Boden gewälzt und zum Helikopter raufgestarrt, der immer engere Kreis über ihn gezogen hat. Der andere ist weiter den Berg herabgesickelt und vom Nebel verschluckt worden. In einem weiten Bogen ist der Pilot um den Gipfel geflogen und hat einen Landeplatz gesucht. Und sie haben Glück gehabt. Direkt neben dem Gipfel, ein Stückchen oben an der Wolfshöhle, war ein flaches Bödeli. Und mit einem Rums sind sie gelandet.
Der Markus ist vor der Höhle gestanden und hat wie wild gewunken, froh und überglücklich. Und dann sind auch Mina und Moa aus der Höhle gekommen. Der Pilot und der Doktor sind mit der Abara zur Höhle runtergeklettert, zum Grossvater. Er ist ganz erleichtert auf dem Boden gelegen. Und wo ihm der Doktor eine Spritze gegen die Schmerzen ins Bein gestochen hat, hat er gesagt. Und zum ersten Mal seit zwei Tagen gelächelt. «Ihr habt es geschafft», hat er gesagt. «Ohne die Mische wäre es nicht gegangen», hat Dia ganz erwachsen gesagt. «Ich meine, wir haben es zusammen geschafft.» «Noch eine Nacht hat ich nicht überstanden.» «Doch, das hättest du», hat Dia gesagt. «Man kann mehr, als man meint.» Da ist der Grossvater ganz still geworden, weil er gewusst hat, dass das stimmt. Aber er hat nicht gewusst, dass das Dia auch weiss.